Herzlich willkommen, ihr Lieben, bei einer neuen Sendung von 3 und frei. Heute wieder auf meinem Kanal Bewusstseins Rock'n'Roll. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich begrüße erstmal meine beiden Freunde, Heiko und Claudius. Schön, dass auch ihr die Zeit heute wieder gefunden habt. Hallo. Und ich würde mal direkt reingehen ins Thema der heutigen Sendung. Und ich habe mir überlegt, lasst uns heute mal ein bisschen über das Thema Auswandern bzw. Vor- und Nachteile von Deutschland und Ausland reden. Passt nämlich sehr schön einmal zum Buch, was Claudius letzte Woche rausgebracht hat und was auch im Hintergrund bei ihm wunderschön glänzt. Haben wir auch letzte Woche, für die, die es verpasst haben, drüber gesprochen auf dem Kanal von Claudius Field. Und passt auch zu einigen Sachen, die aktuell bei mir und Heiko ja sozusagen für viel kreative Arbeit sorgen. Unter anderem das große Seminar, was da jetzt gerade in der Planung ist und wo sozusagen jetzt gerade alles finalisiert wird. Könnt ihr euch auch anschauen, ist unten verlinkt. Und vielleicht könnt ihr einfach mal anfangen. Claudius, ich würde mal an dich weitergeben. Thema Ausland. War das für dich in deinem Leben, du warst ja schon viel unterwegs, öfter schon ein Thema, aus Deutschland auszuwandern? Oder ihr habt es den Punkt bisher noch nicht? Ich wüsste gar nicht warum, weil Deutschland glänzt ja mit unheimlich vielen Attributen, die Deutschland sehr attraktiv machen. Also wir haben hier den höchsten Steuersatz der Welt, die höchsten Stromkosten der Welt, die höchsten Benzinpreise der Welt, Gaspreise, Ölpreise der Welt. Wir haben eine Inflation von 10% und drüber. Wir haben unsichere Grenzen, wir haben unsichere Parks. Also es gibt im Grunde genommen gar keinen Grund auszuwandern. Wir werden jeden Tag beschimpft und bedroht von der Regierung. Also ich sehe keinen Grund auszuwandern. Ja, ist eine Antwort, mit der die meisten wahrscheinlich mitgehen würden, wenn man alles eben mal komplett umdreht. Und ich persönlich kann da nur mitgehen, Claudius. Also gerade der Bürokratiewahnsinn ist was für einen kreativen Menschen wie mich, wo ich sage, ist das destruktivste, die destruktivste Kraft, die überhaupt geht. Und ich glaube, da kann Heiko auch einiges zu sagen zu dieser destruktiven Energie. Also ich sag mal so, das hat zugenommen in den letzten Jahren. Ich kann mich noch erinnern, Sinn, als die Wende kam, wurde ganz groß gesagt, in der DDR hatten wir Bürokratie bis zum Abwinken. Werdet ihr vielleicht nicht ganz wissen. Claudius ist ja im Westteil der Stadt aufgewachsen, aber vielleicht hast du mal davon gehört. Die immer in der DDR-Bürger so, oh, Bürokratie. Und dann wurde denen versprochen, also nach der Wende, also es wird besser. Und wenn jeder mal zurückdenkt, ist es eigentlich immer schlimmer geworden. So, dann kam eine neue Regierung und die hat immer versprochen, also wir vereinfachen das. Ist aber immer komplizierter geworden. Und da sind wir genau bei dem, was Friedrich sagt. Ich sage mal so, ich nenne die mal Wegelagerer. Es gibt so viele Wegelagerer, die sich selbst, ich sage mal, eine Bestätigung für sich selbst brauchen, für tun. Das sind alle Staatsdiener, nicht falsch verstehen. Ich bin da mal sehr radikal. Viele von denen verkaufen ihre Seele und ihr Herz. Ich weiß, wie die argumentieren. Viele sagen, na Moment mal, aber was soll ich? Ich muss ja irgendwie einen Job machen. Aber das ist ja die Situation, warum wir das haben in Deutschland, die Situation. So wie sie ja letztendlich ist. Aber ist jetzt nicht die Antwort auf deine Frage. Im Endeffekt, wir alle, die viel verreist sind im Leben, haben immer mal wahrscheinlich so Situationen gehabt, wo du so ein Land hast, wo es auch ist, aber schön. Ob jetzt zum Beispiel Kanaren ist, weil das ganze Jahr lang ist ja relativ schönes Wetter. Aber mir ist schnell eins klar geworden, das muss man fairerweise sagen, und da unterscheidet Deutschland sich von allen anderen Ländern. Du bist da wirklich der Ausländer. Also du bist wirklich der Ausländer, ja, wo du bist. Da kommt keiner, der dir die EC-Karte in der Hand drückt, der ein Dolmetscher neben dir steht und alles macht. Das macht nur Deutschland. So, das heißt also, viele Leute wollen natürlich irgendwo hin und sagen, weil das Wetter besser ist und die Leute sind netter und das Essen ist auch besser. So, um das jetzt mal abzukürzen, viele, auch Berufskollegen, haben ja das Land verlassen, wie wir ja wissen, ich will die Namen nicht alle nennen, der größte Teil der bekanntesten Leute. Ich stehe weiterhin dazu und sage, ja, bin immer noch für die Leute, für uns da. Lebt in Deutschland, muss aber jetzt aber mittlerweile ja aber sagen. Es ist unerträglich mittlerweile geworden. Deswegen hat jetzt mein Freund Robert Matuszewski alias Claudius oder umgedreht super formuliert. Es wird von Woche zu Woche eigentlich unerträglicher in dem Land. Und man kann sich jetzt schönreden, wie man will. Deswegen nehme ich mir Auszeiten, wo wir gerade bei dem Punkt sind. Ich befinde mich gerade wieder in Polen und die Abstände, die sind immer kürzer. Und ich will auch gar keine überzeugen. Ich weiß besser, wie die Leute sind, die sagen, ja, da gibt es auch Nachteile. Und mag alles sein. Seit 4 Jahren, seit genau 4 Jahren bin ich regelmäßig hier. Und viele kennen diese Videos. Ich sage nur, zwei ganz große Videos habe ich mal gemacht. Als bei uns Corona-Wahnsinn war und Impfzwang und Masken und 5G und keine Ahnung. Da war ich ganz entspannt in der Freilichtdiskothek und habe abgehottet. Und Claudius mit seiner Frau.
Salim, Frau hat mich ja besucht. Kannst du dich noch erinnern, was das für eine Stimmung da war? Ja, Wahnsinn. Das war Hier war unvorstellbar, ne? alles zu. Hier war alles zu. Und da gab es ja auch noch dieses, du musstest getestet sein, um Ja. überhaupt ins Ausland zu kommen. Und haben uns natürlich dran gehalten. Und die Grenzkontrollen, wenn du zurückkommst, dann bist du dran, 50.000 Euro Strafe. Und alles Genau. Schwachsinn. Da kein Mensch Also stand da an die der Grenze. Niemand hat dich raus oder rein kontrolliert. Und da war Party in der Das Diskothek. war dann Hammer gewesen. Das war ein Moment, und das war damals so gewesen, dieses Video, was er hier gemacht hat, da hatte er über 300.000 Aufrufe. Auf einmal hört Bernd Schumacher, unabhängig von mir, der ist einfach hochgefahren. Claudius hat Bescheid gesagt, ja, aber auch andere Leute, die wir haben uns da getroffen, und das Geniale war, da habe ich richtig gespürt, so eine Gemeinschaft. Alle waren glücklich, alle haben durchgeatmet. Und ich sage so, wie es ist, ich trainiere auch in Polen, also ich bin dort im Fitnessstudio. Und man muss ja vorsichtig sein, was man mittlerweile sagt, aber ich habe doch noch nicht einen einzigen mit Migrationshintergrund gesehen. Nicht einen. Also jetzt nicht anderthalb oder einen halben, würde, nein, keinen. Hier geht es nicht um Wertung, hier geht es darum, ich liebe die Menschen. Jeder hat ja seine eigenen Favoriten, okay? Einer sagt, ich finde Ungarn ganz gut. Ich kann nur sagen, die Menschen sind beeindruckend für mich aus verschiedensten Gründen. Die Familien halten komplett zusammen. Du siehst zwei, drei. Kinder teilweise haben die, wird vom Staat gefördert. Und jetzt kommt's, die Frauen machen sich auch zurecht. Also, die Frau ist auch eine Frau. Und wenn ich mal, was ganz selten vorkommt, nach Berlin reinfahre, ich meine, nicht unsere Frauen, die jetzt in unserem Segment sind, ich weiß, die sind alle charismatisch und haben alle ein großes Herz. Unsere Familiengemeinschaft meine ich jetzt nicht. Aber wenn ich reinfahre nach Berlin, Prenzlauer Berg, wenn ich das sehe, die haben alle die Einheitsfrisuren, Frauen kurze Haare. Die haben Springerstiefel, mit denen damals Skinheads rumgerannt sind. Da denke ich immer, ist jetzt ein Mann, eine Frau, aber eher ein Mann. Also, das siehst du überhaupt nicht in Polen. Ja, Überhaupt nicht. wobei Polen ja freundlicherweise die sogenannte PiS-Partei, was ja dann auch wieder passt, mal dafür gesorgt hat, dass gerade Hunderttausende falsche Visa verkauft worden sind. Also die Konsulate in Asien und Afrika haben Visa für Europa verkauft, aber allerdings nicht für Polen. Ja, die kommen ja zu uns. Ja, herzlichen Dank. Ganz kurze Anmerkung, weil du sagtest, Staatsdiener, ich versuche ja immer so ein bisschen aufklärend zu wirken, nennt es bitte nicht Staatsdiener, es sind Regierungsdiener. Staat ist Staatsfläche, Staatgrenze, Staatsvolk. Und das wird uns immer so reingemeißelt. Du bist ein Staatsfeind. Also hier ist niemand ein Staatsfeind. Bestenfalls sind wir Regierungskritiker und Feinde schon mal gar nicht. Und es sind eben Regierungsdiener. Also, ich habe jetzt im Back aber immer wieder, es gibt Leute, aber ich möchte die auch überhaupt nicht überzeugen. Also, jeder muss es selber wissen, die letztendlich unser System immer weiter verteidigen. Ich sehe das in den Kommentaren. Also, Ja. ich hatte letzte Woche als Beispiel ein Video gemacht. Ich stand an der Tankstelle, habe gesagt: Ja, guck mal, hier sind 45 Cent Dieselunterschied. Die Masse findet der gut. Also, es ist günstiger quasi in Polen. Und dann kamen die Klugscheißer wieder: Ja, die Polen verdienen auch 20%. Was erzählst du denn für einen Müll? Also, heute müsste ich sagen, tut mir leid, ich habe mich wirklich geirrt, weil heute sind es 65 Cent Unterschied. Also so hoch war noch niemals der Unterschied. Und wenn du einen 100-Liter-Tank hast, kannst du ja ausrechnen, was du da einsparst. Was die aber natürlich nicht verraten ist, dass der Gas- und der Strompreis in Deutschland der drei- bis vierfache ist. Also dreifach auf jeden Fall gegenüber hier in Polen. Also das heißt, da wird immer eine Milchmädchenrechnung gemacht. Die Leute bauen sich, also ich nenne die jetzt mal die, nicht die Zeugen Corona, sondern die Zeugen der Regierung, also diese Jünger, die bauen sich dann ihre Welt zusammen, weil man darf eins nicht unterschätzen. Das sage ich immer wieder, gerade in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, in Pankow-Niederschönhausen. Es gibt ganz viele Menschen, die partizipieren von diesem verlogenen System, um das mal ganz dezent zu sagen. Also ich sage nur 100 Milliarden im Kampf gegen rechts, wie viel Organisationen bezahlt werden, ich will jetzt nicht die Namen wieder nennen, und dann hat der einen Untersekretär und der Staatssekretär hat noch fünf Leute, dann gibt es die Windmühlen und wer produzierten die? Und da gibt es auch noch eine Sekretärin. Also, gut Deutsch, diese linksgrüne Agenda, die ist ja extrem voluminös, wo also an der Zitze, sagt man, dieses System eine Menge partizipieren. Und viele von denen, darum geht es jetzt, wohnen in Pankow-Niederschönhausen, in meiner Gegend, wo ich aufgewachsen bin. Und denen, für die ist doch alles in Ordnung. Kann doch weiterhin so bleiben, weil wir müssen doch zur Ader gelassen werden. So. Also, wie gesagt, nochmal zurück zu Polen. Es ist undenkbar, und die lachen mich immer aus, wenn ich mit den Leuten dort rede. Es ist wirklich undenkbar, dass in einem Freibad irgendein Migrant, selbst wenn die reinkommen würden, Mädels vergewaltigen und die stehen so daneben und gucken weg. Also, das geht gar nicht. Und da rennen richtige Männer rum. Ich kenne richtig Typen, gute Typen. Also,
da ratzbatz ist vorbei. Das muss ich mal dazu sagen, da braucht die Polizei noch nicht mal kommen. So, und das bezeichnen wir dann aber als, oh, die sind ja national, gleich Nazi. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Wenn Menschen sagen, ich glaube an Gott, ich habe einen tiefen Glauben, ich glaube an die Familie, ich glaube an mein Land. Und die haben den Euro noch nicht mal mitgemacht, die haben immer noch den Slotty als Beispiel. Also auf gut Deutsch, ich liebe dieses Land, ist einer der Gründe, warum wir gesagt haben, dieses Event machen wir an der polnischen Seite, deutsche Grenze, weil die Energie ist dort atemberaubend, in allen Bereichen, das Essen ist besser, die Energie, die Natur, es ist alles naturbelassen. Deswegen haben wir gesagt, wir treffen uns jetzt im November dort drüben. Wir hätten es auch in Deutschland machen können. So, der Grund. Genau, für die Leute, die da Interesse haben, mehr zu erfahren, unten ist der Link auch drin in der Beschreibung. Da findet ihr alles ganz detailliert. Gibt es auch einen Trailer zu hier auf YouTube. Genau, auf dem Kanal von Heiko. Könnt ihr euch alles in Ruhe auch mal angucken. Würde mich auch freuen. Ich bin nämlich auch mit vor Ort und darf Teil der Sache sein, wenn ich den einen oder anderen von euch persönlich kennenlerne da. Mal weg von der digitalen Welt. Genau, zum Thema Auswandern, das waren jetzt schon viele Impulse. Ich würde vielleicht dazu nochmal sagen, dass ich immer ein Fan davon bin, in Deutschland bestimmte Dinge, bestimmte Grundstrukturen, die wir als selbstverständlich nehmen, trotzdem wertzuschätzen. Ne, also einfach gerade im Miteinander mit den Menschen und auch bestimmte Sachen, wie dass du halt in den Supermarkt gehst und immer genug zu essen findest, welche Qualität sei jetzt mal dahingestellt, aber so einen grundlegenden Wohlstand oder einen grundlegenden Sicherheitsgefühl haben wir natürlich in Deutschland. Nur damit das auch mal zur Sprache kommt. Dass aber alle anderen Bereiche sozusagen völlig in den Dreck gefahren werden. Und vor allem, und das ist für mich selber ein Problem, jeder Mensch, der kreativ anpacken will und Projekte irgendwie nach vorne bringen will, die dann auch Mehrwert für andere Menschen schaffen, dass dem ein Stein nach dem anderen zwischen die Beine geworfen wird. Ne? Das ist das, was wir gesagt haben, Steuersatz, Bürokratie, all diese ganzen Dinge, die Staatsquote ist so hoch wie nie zuvor. Also der Apparat von Staat selber sozusagen oder Regierung, ohne jetzt wieder den falschen Begriff zu verwenden, Claudius, ich lerne ja schnell, der ist sozusagen so aufgeblasen mittlerweile, dass das auch nur noch implodieren kann. Und das sehen wir ja an Rentensystemen und überall. Also da wird eine Lüge aufrechterhalten, bis es zu spät ist und den Leuten ein Ding um die Ohren fliegt. Deshalb, bevor ich auf zwei Beispiele, und zwar ist das eine Polen, weil ich da auch öfter bin, und das andere ist Schweden. Da würde ich gerne auf beide nochmal näher eingehen mit euch gleich. Aber vorher würde ich die Buchempfehlung mal kurz vorziehen des heutigen Tages und würde dazu ganz gerne mal Claudius bitten, eins von den glänzenden Exemplaren, die im Hintergrund stehen, in den Vordergrund zu holen. Haben wir das schon gemacht? Ich würde aber gerne das bei mir auf dem Kanal auch nochmal empfehlen für alle Leute, weil das genau, wir haben jetzt gerade gesagt, alles geht so mehr oder weniger den Bach runter an allen Ecken und Enden. Aber du hast auch gerade in der Vergangenheit die positiven Seiten jetzt mal hervorgehoben und das, was schön ist an Deutschland und worauf man noch stolz sein kann. Vielleicht kannst du den Leuten einfach mal in 2, 3 Minuten nochmal einen Abriss geben, die letzte Woche bei dir nicht zugeschaut haben. Oh, vielen Dank, danke. Genau. Ja, liebe Zuschauer, ich habe, das kennt ihr alle, jeder von uns kennt das. Wir werden immer an diesen 12 Jahren definiert, von 1933 bis 1945. Und wir alle haben Eltern und Großeltern und Urgroßeltern. Ich habe das große Glück, ich kannte meine Urgroßoma noch und ich habe mir einfach mal Gedanken gemacht, was spricht denn für Deutschland? Denn ich spüre auch in mir, ich glaube, euch geht es genauso, dass wir uns doch mit diesem Land, mit den Wäldern und den Feldern und den Menschen, der Geschichte identifizieren, bewusst oder unbewusst. Was spricht denn dafür? Und so habe ich mir dann tatsächlich mal die Mühe gemacht und es war auch nicht wirklich einfach, mal so die knapp 130 wichtigsten Erfindungen aus Deutschland zusammenzutragen. Und deswegen bin ich auch mal so frech gewesen, im Klappentext zu schreiben, ohne Deutschland lebt die Welt noch im Mittelalter. Und liebe Zuschauer, es ist tatsächlich so, unsere Ahnen, denen haben wir sehr viel zu verdanken. Ohne sie wären wir gar nicht auf der Welt. Aber wir haben ihnen alles zu verdanken, ob das Auto ist, Flugzeug, Hubschrauber, Tarnkappentechnik, Düsenjäger. Es ist egal was, es kommt alles aus Deutschland. Kaffee, Filterkaffeemaschine und Teebeutel, ist egal was. Ist egal was, ich habe es alles zusammengetragen, aber nicht einfach so, ja, wir haben das erfunden, Quarzuhr, sondern ich habe natürlich was dazu auch erzählt. Übrigens ist dann auch letztendlich ein bisschen autobiografisch, weil ich ganz oft auch was von mir dann beigetragen habe. Plattenspieler, ja, mein erster Plattenspieler. Wie war das damals? Aber auch sehr viel Fakten zu den Firmen auch, die es teilweise heute noch gibt. Und na klar, gibt es alle 30 Erfindungen, habe ich noch eine sogenannte Intermission gemacht. Einmal das Kapitel Demokratie. Das habe ich eigentlich geschrieben für die 4. Ausgabe Botschaft für Deutsche, habe es aber jetzt für dieses Buch sozusagen im Vorabdruck. Ein langes Kapitel. Dann Deutschland verrecke. Ich habe da mal die Frage aufgeworfen, was passiert denn, wenn der Wunsch wahr wird von denen, die immer rufen, Deutschland verrecke, Politiker, aber auch Antifa und Co.
Und wovon leben denn diese Leute dann, wenn Deutschland verreckt ist? Und jeder soll nach seiner Fassung selig werden, habe ich den alten Fritz zitiert. Und du bist Deutschland, auch ein, denke ich, sehr wichtiges Kapitel. Es ist ein Buch, was Mut macht. Es ist ein Buch, was Kraft gibt. Es heißt dann, das fiel mir dann im Nachhinein ein, aber da war das Cover noch nicht entworfen. Ich sage, wir machen einen extra Aufkleber, das Stolzbuch, passend so ein bisschen zum Stolzmonat. Und ich finde es wichtig, dass wir alle uns auch mal selber ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ich bin stolz auf Deutschland. Ich hätte vor 10 Jahren gesagt, das geht gar nicht, ich habe ja nichts zu beigetragen, aber ich bin gleich fertig. Aber man kann auch stolz auf einen Kumpel sein, der vom Alkohol weggekommen ist. Oder man kann stolz auf seine Kinder sein, die das Abitur geschafft haben. Oder stolz auf einen selbst, dass man aufgehört hat zu rauchen. Oder stolz auf den Nachbarn, dass er so einen schönen Garten hat. Also man kann auch stolz auf Leistung sein, zu dem man vielleicht selber gar nichts beigetragen hat. Und wir können stolz auf unser Land sein. Und es ist nicht von oben runter, es ist auch nicht bewertend, ihr Bösen von der Antifa. Ich habe die These aufgestellt, dass gerade die, die unser Land gerade zerstören, mit Windmühlen, mit Solarfeldern und so weiter und so fort, und auch die Antifa, dass sie nicht Deutscher sein könnten in ihrem Handeln. Denn es ist typisch deutsch, auch gründlich zu sein, mit aller Vehemenz mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Typisch deutsch. So wird auch typisch deutsch das Deutsche bekämpft. Ich gehe davon aus, dass das eine Art, ich nenne es mal, Penisneid auf die Vorfahren ist, zu wissen, dass die besser sind und besser waren, als man selber glaubt, sein zu können. Dann mache ich doch lieber alles kaputt, was die in der Vergangenheit aufgebaut haben, um nicht selber etwas Großartiges zu erreichen und schaffen zu müssen. Also diese typisch deutsche Art und Weise, an die Dinge ranzugehen, aber nicht konstruktiv, wie unsere Ahnen und einige auch heute, sondern destruktiv. Und ich fordere geradezu dazu auf, wieder typisch deutsch zu sein und anzupacken, mit aufzubauen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das Ruder rumreißen werden und dass wir aus Deutschland wieder so ein schönes Land machen werden, wie es das einst war. Ich habe übrigens auch, ohne zu relativieren, ich habe aber mal mir so die 10 größten Länder rausgesucht und die Frage gestellt, wenn die über ihr Land schreiben würden, China, Japan, USA, Portugal, Spanien, Italien, Russland, würden sie sich an ihren Sünden abarbeiten und nur darüber schreiben? Würden Sie sich darüber definieren? Oder würden Sie sich an Ihren Stärken, an Ihren Größen, an Ihren großen Taten definieren? Und genau das tun die anderen Länder, nur wir nicht. Und wir sind das beliebteste Land der Welt neben der Schweiz. Kann man nachlesen, habe ich auch Nachweise. Nur in Deutschland denken viele, dass wir unbeliebt sind. Aber wir sind nicht unbeliebt. Wir sind beliebt, wir sind anerkannt, wir sind geschätzt. Und Made in Germany ist ein Prädikat, ein Siegel. Den Ursprung habe ich auch erklärt. Und ich bitte euch, holt euch das Buch und holt euch wieder stolz ins Haus. Und es ist ein schönes Buch auch zum Verschenken, gerade an junge Menschen, die schlecht über uns denken, weil sie nur die vermeintlich schlechten Seiten gezeigt bekommen haben. Aber wir haben viel zu bieten, über 1000 Jahre Geschichte. Und übrigens auch der Buchdruck und der Tonfilm und das Druckpapier und der Computer und all das Telefon kommt alles aus Deutschland. Also das hier, Smartphone ohne uns. Gäbe es das nicht. Also ich kann es auch nur, wie gesagt, jedem empfehlen, vor allem auch für Leute, die jetzt nicht so viel lesen, einfach strukturierte Kapitel. Also du hast es so gemacht, dass man wirklich jeden Abend entspannt ein Kapitel lesen kann, ähnlich wie das bei Heikos Büchern auch immer ist, dass du sozusagen wirklich sich gut durchliest. Und du hast jetzt gesagt, du bist optimistisch, dass das Land wieder sozusagen sich in eine gute Richtung entwickelt für alle Menschen und auch für alle Menschen außerhalb Deutschlands, weil das hilft ja auch den Menschen drumherum, wenn in Deutschland die Leute sich nicht gegenseitig bekriegen. Ich glaube das auch, aber ich glaube, es wird eine Verschlimmbesserung geben, wie man doch im Krankheitssinne sagt. Und ich glaube, wir sind in Deutschland mit dem Untergang in Anführungszeichen noch lange nicht am Ende. Und deshalb bin ich immer ein Fan davon, sich, ich sag mal, im Ausland irgendwo wie so ein kleines Refugium zu schaffen, wo man sagen kann, ich habe da noch einen Ausweichpunkt, wo ich vielleicht Urlaub mache, wo ich eine gute Zeit habe am Wochenende, wo ich mal mit meinen Liebsten hinfahren kann und wo ich im Notfall, wenn ich sage, in Deutschland wird es mir einfach zu wild jetzt, auch mal 1, 2 Jahre verbringen könnte. So ist mein Ansatz. Und da gibt es für mich 2 interessante Länder, für mich persönlich, also jeder hat da, glaube ich, seine Präferenzen, aber ich kann über 2 Länder, sag mal, viel sagen. Und das ist zum einen Polen, was auch Heiko schon angesprochen hat, einfach auch mit der Nähe zu Deutschland. Das ist natürlich ein Traum. Ne? Du fährst also gerade von uns hier in Nordbrandenburg, fahre ich bis nach Polen an schöne Seen, genauso lang wie bis zum Kudamm. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und für mich noch Schweden mit dazu und Skandinavien, der Raum.
Und ich würde vielleicht mit euch ganz gerne mal ein paar so Unterpunkte durchgehen, weil ich weiß, für viele Leute ist dieses Thema Auswandern präsent. Und Heiko hat es vorhin schon angesprochen, das ist aber, da hängt eine Menge dran, sozusagen, also auch an dem ganzen Thema. Und sich aber ein Refugium schaffen, also zu sagen, ich habe irgendwo vielleicht ein kleines Stück Land mit einem Wohnwagen oder einem kleinen Bungalow oder was auch immer, das muss halt nicht so lange dauern. Das muss auch nicht so kompliziert sein, wenn man weiß, wie. Und ich würde vielleicht mal so ein paar Elemente durchgehen, so ein paar Aspekte, die dafür wichtig ist, weil das auch schon öfter bei mir in den Kommentaren gefragt wurde, wie ich dazu stehe zu diesem Ganzen. Kennt ihr bestimmt auch beide, dass man gefragt wird, wie siehst du das mit Auswandern und so weiter. Und vielleicht können wir mal anfangen mit diesem ganzen Thema Bürokratie, beziehungsweise versteht sich die Regierung und deren Beamten als Diener des Volkes oder wirst du nur gegängelt von denjenigen, die du noch mitbezahlst? Wie es in Deutschland ist, wissen wir, glaube ich, alle. Vielleicht kannst du, Heiko, ja, mal in Polen Einblick geben, weil da sind wir ja beide öfter vor Ort. Da kannst du ja auch eine Menge zu sagen. Volker, ist deine Hilfe ein bisschen, weil du bist da ein bisschen analytischer. Ich bin ja eher pragmatischer, aber nicht so analytisch. Ich bin ja nicht der Buchhalter-Typ. Fange trotzdem mit an mit einer kurzen Geschichte. Und es gibt da so Situationen im Leben, wo du zielbewusst bist. Ich komme so aus dem Leistungssport, aber irgendwann, ich bezeichne es immer so, wenn ich jetzt vom Autorennen ausgehe oder gucken wir uns die Autobahn an. Du hast eine rechte Spur, du hast die linke Spur, ist die Überholspur, okay? Und du bist auf der Überholspur unterwegs, weil jahrelang, nicht jetzt mehr, bin ruhiger geworden, aber jahrelang auf der linken Spur und irgendwann merkst du so im Augenwinkel, dass dich rechts einer überholt und dein Verstand sagt, geht eigentlich gar nicht, weil du bist da schon links. Und dann, ehe du erst wahrnimmst, dass auf der Standspur einer komplett bei dir vorbeifährt und dich eigentlich überholt hat. Das ist ein doofes Gefühl so ein bisschen. Und so ein Gefühl hatte ich vor kurzem. Jetzt kommen wir zu deiner Story zurück. Jemand aus meinem Sportstudio in Deutschland, mit dem ich dort, also kannte ich nur so beiläufig, hallo, guten Tag, guten Weg, so. Und da habe ich auch mal rausbekommen, dass der vor 2 Jahren in Polen sich ein Grundstück gekauft hat. In der Gegend, die ich übrigens nicht kenne. Ich bin immer in einer anderen Gegend unterwegs, am Meer quasi, und der ist am Land so. Und ich habe gedacht, naja, gut, okay. Und dann hat er mich immer gefragt, sag mal, du hast ein Video aufgenommen, wo warst du denn da? Dann warst du auf dem Weihnachtsmarkt, war auch ein großes Video. Wo war denn der in Polen? Ich habe immer so ausgefragt. Um das Thema jetzt abzukürzen, mittlerweile hat er selber ein Haus direkt am See. Er hat angefangen mit einem Grundstück, einfach nur so, weil er sich gesagt hat, und das fand ich krass, den Satz, und du warst dabei, Friedrich. Da saßen wir nämlich an dem Tisch, weil ich habe Friedrich denjenigen mal vorgestellt, dass er auch mal das versteht. Er sagt, ich war auch bei den Demos, Heiko, ich habe Menschen auch aufgeklärt, also genau wie wir den gemacht haben. Und wir waren einer der ersten vorne. Und dann sagt er, ich habe irgendwann erkannt, dass ich was für mich machen muss, für mein Herz, für meine Familie und für meine Seele. Und ich habe losgelassen, dorthin gehend, dass ich keine Nachrichten, kein Nichts mehr gucke. War für mich unnötig neu, weil Maike schon seit 15 Jahren nicht mehr. Aber er sagte, er hat ja weiterhin seine Firma in Deutschland, so ist er denn nicht. Der arbeitet weiter, verdient sein Geld auch. Aber er hat sich so ein Wochenendhäuschen, so ein kleines Tiny Häuschen hingestellt. Dachte ich, okay, habe aber nicht weiter darüber nachgedacht. Dann erfahre ich vom anderen aus dem Sportstudio, der dasselbe gemacht hat. Bei ihm quasi um die Ecke in Polen. Und der erzählt mir jedes Mal, wie toll das ist. Der ist eigentlich nur noch jedes Wochenende da. Eine Ruhe, Heiko. Oh, da war Honig machen die selber. Die backen Brot selber. Also da irgendwelche polnischen Bauern. Da kommen wir vorbei. So, kein Biomarkt, sondern also die Oma von nebenan mit uns. Spielten uns die Stulle. Und da habe ich so Friedrich gesagt, weißt du was, lass uns mal rüberfahren, ne? Und wir gucken uns das mal an. Da sind wir beide hingefahren. Einmal waren wir erst da. Und da war ich schon beeindruckt. Auf der anderen Seite kam ich mir komisch vor, dachte ich, oh Gott, der Typ hat mir fast 3 Jahre voraus. So habe ich so gedacht, weil ich habe immer noch festgehalten hier dran, aber ich kann also jeden verstehen, will ich damit sagen. Der sagt, ich verstehe mein Geld, meine Familie, ich wohne als Beispiel Berlin-Friedrichshain, wo ich nur aus dem Fenster gucken muss und sehe schon den Wahnsinn und steige dann in mein Auto und fahre 1,5 Stunden und habe da, ob mein Campingwagen da steht, ist doch egal, oder mein kleines Tiny House, aber ich bin so in der tiefen Natur, ich habe um eine Ecke ein traumhaftes Essen, ich bin dabei ganz entspannt, billig zu tanken, ich habe überall an der Straße die Marienerscheinung, also Mutter Maria, Kerzen, Blumen sind dahingestellt. Und du denkst, du bist wirklich in einer anderen Welt, weil du bist ja auch in einer anderen Welt, im anderen Land. Und das ist jetzt nicht 10 Stunden entfernt von Deutschland oder noch weiter, wie Paraguay. Und deswegen kann ich viele verstehen mittlerweile.
Und er hat uns ja sogar so ein Gebiet gezeigt. Und meine Prognose ist sogar die, was ich da gesehen habe. Das waren nur Ländereien, müsst ihr euch vorstellen, nur Land. Und da war ab und zu mal, dann war da ein Haus. Und ich sage jetzt mal, 500 Meter wurde da ein Haus gebaut. Meine Meinung ist, dass weiß ich nicht, in den nächsten 2, 3 Jahren werden ganze deutsche Siedlungen dort entstehen. In Ungarn ist es ja schon so, Polen ist es noch nicht so. Wo die Leute wirklich zusammenstehen, wo da ist dann der Arzt, dann ist der Kfz-Mechaniker, die auch wirklich zusammenstehen, aber trotzdem in der Nähe sind von ihrer Familie. Weil die könnte meine Mutter auch besuchen, wenn ich jetzt da wäre und da wäre irgendwas Schlimmes, fahre ich 1,5 Stunden und bin da oder vielleicht 2 Stunden maximal. Und deswegen will ich damit nur sagen, kann ich diese Menschen verstehen. Das meinst du damit sicherlich, ne? Und jetzt zurück zu Ja, dem. man muss, glaube ich, auch immer sagen, das ist ja auch immer die Frage, was sucht man in einem anderen Land, ne? Und ich kann nur sagen, Polen und Skandinavien sind da an der Stelle relativ ähnlich, nur dass Polen halt deutlich näher dran ist, das ist der Riesenvorteil. Weil für mich ist immer wichtig, dass ich meine Ruhe habe, viel Natur um mich rum, dass ich von der Bürokratie nicht die ganze Zeit gegängelt werde. Das ist für mich das Allerschlimmste, wenn dann dauernd irgendwelche Briefe mit irgendwelchem Müll kommen, die dich nur beschäftigen, die ganze Zeit mit Destruktivem. Dass das Steuerrecht etc. auch ein bisschen lockerer ist, weil ich meine, Deutschland ist ja wirklich das Allerletzte, was nur geht an der Stelle. Sag mal Und jetzt kurz, du hast doch nachrecherchiert, 35%, oder? Spitzensteuersatz. ja, genau, ich gehe gleich nochmal drauf ein, auf die Themen. Ich will es den Leuten erstmal erklären, dass man versteht, warum sage ich jetzt Skandinavien und Polen. Weil jeder muss natürlich wissen, wenn halt einem nur darum geht, dass die Sonne den ganzen Tag scheint, sind das betet nicht die besten Länder. Aber das ist ja die Frage, was man sucht sozusagen. Aber für mich ist halt immer wichtig, dass die Menschen vor Ort miteinander harmonisch sind und auch irgendwie was vertreten und sich nicht wie in Deutschland gegenseitig irgendwie die ganze Zeit spalten und bekriegen. Und dass man auch also von der Bürokratie, vom Baurecht etc., eine Möglichkeit hat, recht schnell sich da irgendwie sozusagen sein Domizil ein bisschen aufzubauen. Dass man nicht wie in Deutschland erst 20 Leute beim Amt kennen muss, damit die Baugenehmigung überhaupt durchgeht. So also ist es ja hier mittlerweile leider. Da musst du ja dem Richtigen die richtige Tafel Schokolade hinschieben, damit was passiert. Ansonsten geht ja hier nichts mehr. Und da kann man wirklich nur sagen, Steuersatz, ja, Polen ist man so 20% im Schnitt günstiger als hier. Also das macht ja schon richtig was aus über das Jahr. Skandinavien ist auch recht teuer, hat aber dafür an bestimmten Sachen wie zum Beispiel Land und so weiter bessere Preisstrukturen. Also Polen ist sowieso vom Preis, du kannst ja jetzt mit Skandinavien auch nicht vergleichen. In Polen ist wirklich noch top, sag ich mal, von diesen ganzen Bereichen. Und vor allem ist es so, ich war jetzt in Polen mehrfach, eben auch mit dir, Heiko, und wenn man das da sieht, also ich wohne ja hier auch im Grün, bei mir in Brandenburg. Und da kannst du dir vorstellen, du hast das gleiche Grün, du hast die gleichen Seen, du hast die gleiche schöne Idylle, aber du hast keinen, der dich nervt, du hast nicht diese ekelhafte Stimmung im Volk selber, du hast viel bessere Preisstrukturen, gerade auch wenn du ein bisschen jünger vielleicht bist und irgendwie anfangen willst, dir was aufzubauen. Und du hast einen, ich sag mal, Staat in Polen zum Beispiel jetzt, der natürlich ist da auch nicht alles heilig, nicht falsch verstehen, aber die Grundausrichtung ist, dass du sozusagen positiv begrüßt wirst, wenn du Geld dahin bringst. Und auch die Menschen vor Ort werden sozusagen nicht die ganze Zeit gegängelt. Und das ist was ich immer sehr schätze. Und ich glaube, diesen heiligen Ort, viele suchen ja den heiligen Ort, wo alles perfekt ist, den gibt es auf der ganzen Welt nicht mehr aus meiner Sicht. Es gibt überall Vor- und Nachteile. Aber wenn man wirklich was sucht für Ruhe, wo es preislich noch im Konnewitz Rahmen. ist schon heilig. War das heilig? Konnewitz. In Ja, Leipzig genau. ist Stimmt, Konnewitz kann man mal empfehlen, wenn man unbedingt seinen Auswanderungswunsch schärfen will. Dann genau. fährt man mal eine Woche durch Konnewitz. Danach nimmt man jedes Land erstmal. Ja, was jemand sagt, ich gehe erstmal raus. Aber Heiko, finde ich interessant, dass du visualisierst, dass da irgendwann deutsche Städte entstehen. Wer sich mit Geschichte auskennt, weiß ja, dass 1945 etwa 14 Millionen Deutsche vertrieben worden sind aus Deutschland. Das Deutschland heißt an der Stelle jetzt Polen. Und es gibt ja böse Zungen, die behaupten, dass es angeblich mal irgendwann so eine Art Völkerrecht gab, nachdem Grenzen nach einem Krieg dahin verschoben werden, wo sie vor dem Krieg waren. Aber das sind natürlich alles Verschwörungstheorien. Ja, auch vor allem, egal wie das, sag ich mal, in der Zukunft abläuft, man kann halt diese Verbundenheit an vielen Stellen mit den Polen heutzutage auch noch spüren. Also das ist auch für mich jetzt in meinem Alter mit 25, da ist einfach eine Ebene da auch mit den polnischen Leuten, auch mit den Jüngeren. Also das ist schon ein sehr schönes Land, wenn man darüber nachdenkt. Und Skandinavien hat auch viele Vorteile. Also das sind so zwei Tipps, die ich persönlich geben kann.
Wenn da jemand sagt, ja, weil man kann jetzt in der Sendung nicht alles drinhauen, er hat da wirklich ernsthaft Interesse, da irgendwie was zu machen, kann auch gerne eine Mail schreiben. Ist alles unten drin, ja, meine Website und so. Dann kann ich da vielleicht auch ein bisschen näher noch Details geben. Aber das sind so Sachen, wo ich sagen würde, das ist durchaus interessant für Leute, die sagen, zweites Standbein, einfach nur zur Sicherheit, für einen Urlaub, wo ich sozusagen anfangen kann, einfach für ein besseres Gefühl beim Einschlafen und wo ich einen schönen Ort habe, wo ich mich wohlfühle. Darum jetzt mir persönlich, ne? Es Also. gibt ja auch innerhalb Deutschlands schon Bewegungen, und zwar massiv von West nach Ostdeutschland, ne? Dass also wirklich viele jetzt plötzlich nach Sachsen und Thüringen, teilweise Brandenburg, aber überwiegend Sachsen und Thüringen ziehen, weil es ihnen da politisch besser gefällt. Ja, aber ist auch nicht mehr so, nicht falsch verstehen, zu der Zeit, wo die großen Demos waren, hatte ich mit so vielen Leuten Kontakt. Da war jemand, der wird wahrscheinlich auch jetzt die Sendung sehen, der konnte nicht mehr ertragen in Bayern, war für ihn ganz schlimm und der ist nach Sachsen gezogen. Ich habe mit ihm immer noch Kontakt über Telegram und er hat zwar signalisiert, ja, wir fühlen uns hier wohler, aber speziell Dresden, was die gerade machen, ist utopisch. Also das heißt, die werden jetzt richtig bestraft, so nach dem Motto, ihr hattet die Pegida 2014 auf den Plan gebracht, Dresden sowieso, ich sage eine Bomber Harris, ist ja ohnehin symbolischer Ort und wenn wir zu August den Starken zurückgehen, dann muss man den Sachsen schon lassen, okay, die haben so eine gewisse, ich sag mal, Gegenwehr und die lassen sich nicht so einfach unterbuttern. Dafür habe ich die auch immer sehr geschätzt. Ich schätze immer noch. Es geht nur darum, dass die gerade überrannt werden. Das heißt, so ein bisschen kommst du vom Regen in die Traufe, wenn dort nicht ein Wunder passiert. Das will ich damit sagen. Und das Gleiche gilt auch für Thüringen. Es wird ja, das, was wir mal als Migrationswaffe bezeichnet haben, wo sie uns alle ausgelacht haben und als Verschwörungstheorie. Ja. Also damit haben wir ja eigentlich untertrieben. Also müsstest du eigentlich ein anderes Wort als Waffe dafür nehmen, was da abläuft. Und das hast du natürlich wirklich nicht in Polen. Also ich habe keine Achse daran, ich jetzt hier denke. Ich habe damals gesagt, ich hätte eigentlich mal von dem Bürgermeister aus Swinemünde Anteile bekommen müssen, wie viele Leute extra nur aufgrund der Videos rübergefahren sind. Ich kann nur das berichten, was wir dort wahrnehmen. Also ob es nun das Essen ist, also schmeckt es sich mal besser, wenn ich dort, da sind so Läden, die mag die sehr. So, ich nenne die mal kleine Tante Emma-Läden, so Obstläden. Da gehst du rein und das sieht aus wie eigentlich zu DDR-Zeiten, nur dass es mit richtigem Obst voll ist. Also liebevoll gemacht, würde ich damit sagen, ja. Also Ja. Supermärkte haben die auch, klar, aber das ist so poliert. Da, du hast aber noch so die kleinen Dinge, so, das mag ich, weißt du, dieses wie mal war. Auch wahrscheinlich im Westteil, aber vor 30 Jahren oder so. Und das ist einfach nicht zu unterschätzen. Und ich sage nur, die lachen sich ja aus. Du bist ja selber, Claudius, bringst du in deiner Ja. Sendung nochmal als Robert mit den Atomkraftwerken. Die bauen aus. Mit Unterstützung 10 Stück. der Amerikaner. Polen baut 10 Atomkraftwerke mit Geld aus den USA. Meine ich ja, 10 Stück. Die hat Schweden baut auch. Ich glaube, Schweden, die, glaub, die bauen auch 10, ne? Ja. noch. Die der permanent bei denen so Steinkohle. Vor 3 Jahren hat die EU Polen erpresst ohne Ende. Hat gesagt, wenn ihr nicht eure Steinkohle, dann werden wir eure die Gelder streichen. Haben die gesagt, machen wir nicht. Weil das macht 60% oder so aus mit Arbeitskräften und alles Mögliche. Das ist ja eine große Sache. Die machen da nicht mit. Dann kam diese LGBT-Sache, haben sie Polen wieder, haben sie ja, und ihr seid ja Rassisten und oh und hu. Also mit allen Mitteln versucht man natürlich auch oft zu weichen, die ganze Sache, wie in allen anderen Ländern auch. Ist alles schwierig dort. Also ich habe nicht eine Regenbogenfahne dort gesehen, noch nie, egal wo. Noch nie, sage ich Ja, jetzt mal. die Menschen sind doch einfach, ja, um welches Thema einfach zufriedener als hier mit ihrem normalen Alltagsleben, weil da halt noch eine gewisse Gemeinschaft herrscht und dieses, was du gesagt hast, regional, dieses Prinzip, dass auch viele noch irgendwas selber herstellen und sich dann getauscht wird und so weiter. Also diese ganzen Strukturen, die es hier ja auch mal gab, die sind da halt noch erhalten, ne? Und dadurch kannst du die Leute nicht so leicht brechen, weil die einfach nicht so. Ich meine, hier ist ja die Grundstimmung in Deutschland ist ja momentan relativ depressiv in den meisten Kreisen. Ja. Und in Polen hast du das halt nicht so, sondern da ist mehr Zufriedenheit, innerer Glauben und so weiter. Und dadurch schaffst du das nicht so leicht, die Leute von außen in irgendeine Richtung zu schicken, ne? Weil die haben mehr inneren Halt. Und ich glaube, das reicht auch zum Thema Auswandern mal, um so einen Einblick zu geben. Wie gesagt, wer da gerade Polen, Skandinavien sagt, der hat da wirklich ernsthaft Interesse, kann mir ja noch schreiben. Und ich würde gerne an der Stelle mal Claudius das Wort übergeben und noch eine Frage stellen, die mich interessiert, nämlich du hattest Zuschauertreffen. Ja. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie das so ablief, wie dir laufen ist, ja, und wie die Energie so war. Also es war, wir sind am Freitag
Wir sind am Freitag um 11 Uhr losgefahren. Ich war mit Anna kurz vorher noch beim Postamt, habe den ersten Schwung Bücher verschickt. Die macht das ja alles noch selber. Sind dann, haben uns dann mit dem digitalen Chronisten und Petra getroffen, sind mit zwei Autos, Matteo, Aktivistmann, ist mit dem dritten Auto noch hinterher. Wir sind 7 Stunden, etwas mehr als 7 Stunden unterwegs gewesen. Es waren knapp 600 Kilometer, kamen dann da am Wald, an der Wiese, an einem See an, so ein kleiner Ort. Traum, ja, der Wirt war ein Grieche mit einer wirklich bildhübschen Frau, Wirtin, die uns begrüßte. Super freundlich, Zimmer top, Betten top, Wetter top, 25, 28 Grad, blauer Himmel, wirklich, es waren dann schon einige Zuschauer da, abends schon, am Freitagabend schon, also es ging ja sonnabend los, weil wir hatten das Hotel komplett für uns und alle Hotels in der Umgebung auch irgendwie für uns. War schon also ein toller Abend. Wir haben dann schon eine kleine Live-Sendung gemacht, so eine knappe Stunde vor Ort mit Publikum im Restaurant. War schon toll. Und am nächsten Tag haben wir gesagt, es geht um 2 los und wir stellen uns um 13:45 am Eingang. Blödsinn. Es ging ja schon um 11 los, weil die Leute strömten schon rein. Und ganz süß, als sie sich dann registrieren mussten, weil einige noch Eintritt nach, eine Hälfte nachzahlen mussten, haben sie sich von innen nach außen angestellt. Total super. Dann hat einen ganz wertvollen Ring gefunden auf der Toilette. Dann habe ich gesagt, hier, wir haben einen Ring gefunden. Dann hat sich die gefreut, dass der Ring wieder da war. Das war so eine ganz ehrliche, deutsche, anständige, saubere Geschichte. Wir hatten etliche Hunde dabei. Da kam ein Hundebesitzer und sagt, das hat er noch nie erlebt. Er hat mit den anderen gesprochen. Die Hunde wollten gar nicht gehen. Die Hunde haben sich alle unter irgendwelche Tische gelegt, haben sich verstanden und die Energie war wohl so, dass die Hunde alle ruhig waren. Es war einfach Harmonie. Es war, ja, gab es noch Karaoke. Ich habe dann auch ein bisschen gesungen und der ein oder andere Matteo. Es war einfach nur Essen toll. Am Schluss haben wir die Deutschlandhymne gesungen. Es sollte um 10 zu Ende sein. Ich war dann um 12, bin ich hoch aufs Zimmer mit Anna. Es war einfach toll. Tolle Menschen. Kein böses Wort, keiner besoffen, obwohl es bis zum Abwinken all-inclusive war. Einfach nur toll. Und das hat gut getan für die Seele, fürs Herz, fürs Gemüt, dass man gesehen hat, es sind tolle Menschen, auch alle gut angezogen. Da ist nicht irgendeiner im Jogginganzug aufgekreuzt. Alle mit Stil, Frauen wie Frauen, Männer wie Männer. Auch schicke Autos vor der Tür. Also es ist nicht so, dass man sagt, naja, die Leute, die da hinkommen, das sind ja alles irgendwie, was man uns ja unterstellt, ne? Das Ende der Gesellschaft, Hartz IV, alles Blödsinn. Da stand ein Porsche, da stand eine S-Klasse, da Top-Wohnmobile, also es war einfach, es war jetzt nicht, wir sind nicht das Ende der Gesellschaft, das hat man da gesehen. Und es hat uns allen Kraft und Mut gegeben. Übrigens an der Stelle Grüße auch an euch beide, ich habe es natürlich vergessen, aber viele haben gesagt, Mensch, Heiko, Friedrich, schön, eure Sendung wurde, also unsere Sendung wurde sehr oft angesprochen und gelobt. Und an der Stelle von mir eine Anmerkung, ich es vergesse, es kommen auch Kommentare, ja, euer esoterischer Kram und wir müssen jetzt mal Klartext reden. Ich rede genug Klartext, ihr beide auch, gerade du, Friedrich. Und dann ist es auch mal an der Zeit, dass man parallel zu all dem, was wir sonst tun, auch mal eine Sendung macht, wo wir nicht nur knallhart die Politik besprechen, sondern vielleicht auch mal so schöne Themen wie heute das mit dem Auswandern. Das ist wichtig. Wir müssen auch unbedingt was für unsere Seele, für unser Herz, für unser Gemüt tun. Und das machen wir genau mit dieser Sendung, mit diesen zwei tollen Menschen da. Und danke, dass ich dabei sein darf. Ja, man muss den Leuten auch sagen, der spirituelle Teil nochmal von meiner Seite ist der größte Klartext, den es gibt. Deutlich mehr Klartext noch als jegliche politische Meldung. Das hat bloß der ein oder andere noch nicht erkannt, aber dafür bei mir auf dem Kanal heißt es ja mal Bewusstsein schafft Freiheit. Da darf sich derjenige dann auch gerne weiterentwickeln. Und ansonsten finde ich das super, dass du das machst, Claudius. Gerade was in der Realität sozusagen wieder stattfinden zu lassen und die Menschen zu verbinden, ist ganz toll. Und ich glaube, man muss dazu noch sagen, weil du hast es gerade noch nie gesagt, wir reden hier nicht von 20 Leuten, sondern ihr wart ein paar hundert. Also nur für die Menschen, das macht ja auch Hoffnung. Für viele, die jetzt sich vielleicht einsam fühlen. Es gibt schon noch da draußen eine Menge Menschen, die sozusagen ähnlich ticken und die auch noch vielleicht andere Werte vertreten als euer Umfeld. Und man muss sie bloß kennenlernen. Dazu mein Schlusswort an der Stelle nochmal zum Seminar. Da ist sozusagen auch eine Option für euch, ähnlich wie bei Claudius jetzt auf dem Zuschauertreffen, wo man andere Gleichgesinnte treffen kann und wo man auch gerade von Heiko viel Wissen in die ja, mystischen Bereiche bekommt. Gerade, vielleicht kannst du gleich nochmal kurz was zu sagen, Heiko. Ich bin auch die ganze Zeit mit vor Ort, darf auch einige Sachen euch mitgeben auf dem Weg und freue mich da schon drauf und sage danke fürs Zuschauen an der Stelle von mir schon mal.
Denk dran, Bewusstsein schafft Freiheit und ein Schlusswort heute hat Heiko. Ja. Ich bedanke mich bei euch, wirklich sehr herzzerreißend, dass wir über diese Dinge gesprochen haben. Ist ja schon sehr intim, die Gedankengänge rüberzugeben, wenn es um Auswandern geht. Und das hat ja auch mit Authentizität was zu tun. Und dafür mag ich auch unsere Zuschauer. Und ja, weil du sagst, unser Event, würde mich natürlich freuen, wenn wir uns dort live sehen, weil es jetzt mittlerweile schon 3 Jahre her, dass live ich Leute sehen. Ab und zu mal passiert es zwar auf der Straße oder im Restaurant, aber es ist doch was anderes. Und ausnahmslos immer nur positiv. Und ich merke immer wieder, die Menschen haben in sich eine Sehnsucht, wirklich, dass wir als Familie auf einer, da sind wir wieder beim Thema Esoterik, weil das Wort ist einfach negativ belastet auf feinstofflicher Ebene, weil das Sichtbare ist nun mal die Manifestation des Unsichtbaren, uns verbinden, also dass wir letztendlich zueinander kommen und das wahrnehmen, was Claudius perfekt beschrieben hat, kennt diesen Zustand. Das heißt, wenn die Energiekörper sich in dem Fall vereinen, dann spüren das sogar die Hunde. Und dann ist es eine Ebene. Und da kann jemand ein rational denkender Mensch sein. Er sagt, war irgendwie ein schöner Abend. Der interpretiert es nicht mehr. Und das werden wir zu 100% und mehr dort erfahren. Und wie gesagt, natürlich der politische Teil, ich mache das 10 Jahre lang, können wir auch, wenn Leute fragen, auch drüber reden. Aus meiner Sicht habe ich alles schon beschrieben, braucht man nicht mehr dazu sagen, ist alles schon gesagt worden. Aber das können wir auch. Aber auf der anderen Seite geht es mir darum, wer bist du, was ist der Sinn deines Lebens und dich selber wahrzunehmen und zu erkennen, dass du viel mehr bist, als wie gesagt, das, was du im Spiegel siehst. In diesem Sinne, vielen Dank, dass wir alle heute wieder Zeit füreinander hatten und bis zur nächsten Sendung oder persönlich am 11. November in Polen an der deutschen Grenze. Alles Liebe. Ciao. Tschüss, ihr Lieben. Sichere dir jetzt eine der letzten Ausgaben der brisanten Neuerscheinung Das Ende der uns bekannten Welt und lerne die geheimen Hintergründe der aktuellen Veränderungen unserer Welt kennen. Mit Kapiteln wie DNA, die hohe Dimension in uns, Genetik, von den Toten auferstehen, Mind Upload, die Digitalisierung der Spezies, der Übermensch, Hitler und der Traum der Knechtschaft und vielen weiteren spannenden Enthüllungen unserer aktuellen Zeit. Dieses Buch ist wahrhafter Sprengstoff, der die Lügen der Machthaber gnadenlos entlarvt und zum selbstständigen Nachdenken anregt. Doch Vorsicht! Die herausfordernden Kapitel eignen sich nur für Menschen, die bereit sind, der Wahrheit ins Auge zu blicken und ihr Weltbild zu hinterfragen.